Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zur 68. Plenarsitzung des Hessischen Landtages. Ich stelle die Beschlussfähigkeit fest. Und wenn Sie Lust haben, kommen Sie gerne noch in den Plenarsaal, nehmen Ihre Plätze ein. Zur Tagesordnung darf ich Ihnen mitteilen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend endlich Konsequenzen aus Drogen, Gewalt und Terror, Drucksache 20/5338. Ich darf fragen, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird der Dringliche Antrag Top 95 und kann mit Top 57, das ist der Setzpunkt der Fraktion der SPD, zu diesem Thema aufgerufen werden. Alle sind einverstanden. Der Kulturpolitische Ausschuss hat in seiner Sitzung am gestrigen Abend eine Beschlussempfehlung zu dem Gesetzentwurf der Fraktion von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein zweites Gesetz zur Anpassung des Hessischen Schulgesetzes 205294 zu 204904 abgegeben. Die Beschlussempfehlung hat die Drucksache Nummer 205337 erhalten, wurde gestern Abend versandt. Die dritte Lesung des Gesetzentwurfs erfolgt dann morgen Abend als Top 94. Der Gesetzentwurf wird dann am Ende der Plenarsitzung in der Fassung der Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts abgestimmt werden. Wir tagen heute voraussichtlich bis 18.15 Uhr. Wir beginnen mit dem Setzpunkt der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das ist der Top 59. Wir haben für die heutige Plenarsitzung eine zweitägige Mittagspause eingeplant nach Top 4. Oh, das wäre schön. Da war wahrscheinlich der Vaterwunsch des Gedanken. Also es sind, ich muss Sie enttäuschen, nicht zwei Tage, sondern es sind lediglich zwei Stunden. So, manchmal ist es so, ja. So, und im Anschluss daran, das ist wichtig, erfolgt die Verpflichtung des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Prof. Rossnagel kommt dann heute zu uns. Und da darf ich Sie bitten, dass wir auch dann nach der Mittagspause alle, soweit das möglich ist, hier im Plenarsaal sind und an den Plätzen sind. Wir haben besprochen, dass wir die Initiativen alle immer gebündelt am Ende der Sitzung abstimmen. Heute ist es so, dass 30 Minuten nach dem Ende der Plenarsitzung der SIA hier im Plenarsaal tagt. Ich möchte noch hinweisen auf die Corona-Schnelltestungen, die heute Abend ab 17 Uhr bis 21 Uhr im Foyer vor dem Medienraum durchgeführt werden. Heute fehlen entschuldigt nach meiner Liste der Abgeordnete Jürgen Lenders ab 11 Uhr, Ministerpräsident Bouffier ab 18.45 Uhr, Herr Staatsminister Wintermeyer von 15 bis 18 Uhr sowie ab 18.45 Uhr. Hier steht, dass Staatsministerin Priska Hinz ganztägig entschuldigt ist. Und ich darf mit Freude feststellen, dass Kollegin Hinz, Frau Staatsministerin, heute da ist. Aber heute Vormittag und wir ja auch den Setzpunkt noch gemeinsam miteinander dann gestalten werden. Darf ich fragen, ob es weitere Entschuldigungen gibt? Herr Felstehausen. Scheuch-Paschkewitz, hier falsch gedrückt. Frau Scheuch-Paschkewitz ist natürlich auch entschuldigt. Weitere Entschuldigungen sehe ich derzeit nicht. Ich darf Ihnen auch noch eine sehr gute Mitteilung machen, denn wir dürfen ganz herzlich dem Direktor beim Hessischen Landtag, Peter von Unruh, zu seinem Geburtstag gratulieren. Und, meine Damen und Herren, ja, ein Applaus wert. Ist zu seinem letzten Geburtstag in der FAZ als preußischer Beamter dargestellt worden. Und ich möchte hinzufügen, ein preußischer Beamter mit Stil und Haltung. Und er sieht aus wie 51. Man mag es kaum glauben, er ist 61 geworden. Lieber Herr von Unruh, da kann man sehen, was gute Pflege, die wir Ihnen ja angedeihen lassen, alles so bewirken kann. Ich wünsche Ihnen hier heute gemeinsam mit uns einen wunderschönen Geburtstag. Und normalerweise muss jetzt einer ja aufstehen und Ihnen, wenn Sie im Plenum säßen, die Flasche bringen. Ich darf sie Ihnen einfach von hier rüberreichen. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute und auch weiterhin gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der amtlichen Mitteilung.